Ach, hier sind wir. Okay. Dann bleib mal liegen. So. Das wäre dann genau unter uns wieder. Oh, ich finde den verfluchten Weg nicht. Seil dich hier ab. Hätte ich, glaube ich, schaffen können. No. Kein Sprung möglich. Holy shit, scheiß Internet. Ah. Okay. Hier kommen wir nicht weiter, hier kommen wir nicht weiter. Kacke. Strengen wir mal unser Köpfchen an. Das ist Thief. Wir haben viele Verstecke, wir haben viele Sachen, die wir entdecken können. Das heißt, wir haben auch garantiert irgendwelche Schalter. Gehen wir nach geheimen Schaltern suchen. Vielleicht irgendwo in dem Tümpel liegt einer. Moment, da gehe ich aber ganz falsch für. Das sollte klappen. Pön. Ich springe jetzt einfach mal runter in den Tümpel. Guck nach Schaltern. Ups. Ich schwör, wenn hier ein Schalter ist, flipp die gleich aus. Ne, kein Schalter. Fuck! Ohne Mist, ey. Muss doch irgendwas sein. Moment. Oh, shit, yeah. Und da ist auch noch was. Ding habe ich gar nicht gesehen. Was hat das Ding jetzt geöffnet? Aha. Nicht aha. Was machst du? Irgendwas hat das Ding noch geöffnet. Hier unten vielleicht. Ah, fuck it. Meine Güte. Wie kann man denn dieses dumme Ding da genau an der Seite verstecken, wo man da runter muss? Ist doch... Boah! Gibt's nicht. Haus der Blüten. Goddammit! Schmutzige Geheimnisse! Oh. Ihr erster Besuch, Sir. Wo ist Madame Zhao Zhao? Ich will zum Haus der Blüten, wenn ihr Schurken mich also überfallen wollt. Madame Zhao Zhao erwartet euch, Sir. Ich geleite euch persönlich zu ihr. Bitte folgt mir, Sir. Dieser eitle Gockel läuft schnurstracks zum Hühnerstall. Und ich bin der Fuchs. Zum Hühnerstall. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. Ich fühle mich so bloßgestellt. Wenn jemand sieht, dass ich zu diesen Blüten gehe, bin ich ruiniert. Keine Sorge, Sir. Madame Zhao Zhaos Haus der Ja, und dafür sorgen die. Das sind doch Ninjas, sind das. Hey, das spielt doch hier irgendwie in was weiß ich für einen Alter. Obwohl, von der Zeit her müsste das eigentlich passen. Warum steht hier einfach so ein Weinglas rum? Was sollen sie denn sonst mit ihrer Zeit anfangen? Sollen sie ihr Gold zählen? Hätte ich ein Vermögen in Dayport. Shit, fuck. Wir müssen irgendwie höher. Ich kann da unmöglich durch. Was ist das denn für ein Licht, ey? Da kommen wir durch. Obwohl. Ist ziemlich gewagt eigentlich, da durchzugehen. Mach ich mal trotzdem. Adam hat uns nie verboten, ihre Mädchen anzusehen. 1, 2, 5. Boah. Boah. Bloß nicht die Nerven verlieren.
Hey, das könnte sogar ein richtiger Weg sein. Das Wetter schlägt um. Ich wette, ich könnte ihn auch noch killen. Die haben so eine Anlage hinter sich. Irgendwie Gas oder was. Was auch immer das sein soll. Okay, das ist nicht der richtige Weg. Nur die scheiß Goldmünze lag hier. Fuck! Ich brauche was zu trinken. Können wir irgendwo runterfallen? Können wir irgendwo durch weiter? Ansonsten muss ich alle ausnocken. Ne, das sieht gut aus. Madame hat uns nie verboten, ihre Mädchen anzusehen. Das sieht gut aus. Solange der jetzt nicht guckt, ist alles fein. Na, klemmt sie wieder. Gehen wir hier durch. Ich hoffe, ihr erwartet nicht, dass ich euch helfe. Nein, natürlich nicht, Sir. Natürlich nicht, Sir. Liebe, dass wir über die Balken schleichen und unter uns sind die schon. Ich habe heute meinen ganz speziellen Blick drauf. Richtig so, alles verdächtig. Einfach nur so. Kacke, hier komme ich gar nicht durch. Ich habe mir gar keinen Weg überlegt. Guten Abend, Sir. Dann gehen wir hier lang. Und wir lutschen runter. Ich trage zwar Leder, aber ich glaube kaum, dass ich als Blüte durchgehen würde. Doch, du ja. Reinschleichen. Zack, schon sind wir drin. Ich wette, der Marker ist ausgestellt in den höheren Schwierigkeitsgraden. Bestimmt. Blüten, die sind nicht umsonst hier. Oh, wir können nicht mitten durch die Tür gehen, ey. So ein Mist. Aber wir können doch garantiert hier irgendwie hoch, oder? Oh, Schalter. Wieso sehe ich die Dinger nie? Die blenden immer so in die Wand ein. Das ist Wahnsinn. Untere Stockwerke, das Haus der Blüten. Warum will denn jeder Kaffee? Warum haben sowohl weibliche als auch männliche den gleichen Satz drauf? Trink doch mal einen Tee. Wir sind im Haus der Blüten, trinken Jasmin-Tee. Irgendwas Beruhigendes. Und Schlaf. Ich sollte erst in Madams Gemächern suchen. Die Türen gehen auf und der hört nichts. Ich werde gleich die Taschen vollstopfen. Na, was für eine Idee. Wir müssen nicht jeden ausnocken. Ich glaube, ich habe meinen Vetter gesehen. Die Maske ist eine echte Verbesserung. Oh, wie gemein. Erzählt mir von eurem Vetter. Das ist viel zu hell hier, ohne Mist. Das kann ich nicht ausmachen. Ich auch nicht. Die sind alle am Pennen. Da hinten steht er. Ich bin so aufgeschmissen, wenn die mich sehen. Wieso gehst du mir aus dem Weg? Können wir nicht machen. Du kennst doch. Garrets Hände sind immer so furchtbar schön, so oh, immer so zur Seite alles. Immer so nach vorne. Mir kommt es gerade so vor, als ob der so wirklich da steht, die Hände in der Luft hält und dann immer so ganz langsam tapselt so. Wie man das in den ganzen Cartoons immer sieht. Okay, wir müssen in Madams Gemächern rumwuseln. Natürlich, genau wo wir kommen. Ja, was machst du denn hier? Das finde ich jetzt nicht so toll. Das finde ich nicht toll, dass du hier lang gehst. Das finde ich gar nicht toll, dass du hier lang gehst. Hey, ich könnte schon. Ach, so ein Mist. Der ist auch noch geschützt bis zum geht nicht mehr. Alter, kämpfen bringt gar nichts. Oh, ich bin niedergemetzelt. Nee. Komm her. Wahnsinn. Dankeschön. Gut, das ist zwar quasi alles von vorne, aber hey. Weit waren wir eh nicht.
Ich sollte erst in Madams Gemächern suchen. Ja, wir müssen einfach einen Weg dafür finden. Einen richtig einfachen Weg. Ich mir gleich die Taschen vollstopfen. Ey, die hat sogar was am Hals. Moment. Kann ich dich beklauen? Madam badet. Oh, shit. 20 Gold. Lohnt sich, wenn man sich beeilt. Hä, wie kann der denn so schnell auf mich aufmerksam werden? Komm schon, ausmachen. Ah. Okay. Immer schön die Treppe hoch. Immer schön die Treppe hoch. Da steht natürlich einer. Ich wette, wenn der einen Pfeil kriegt, dann freut er sich noch nicht mal wirklich darüber. Es gibt alternative Routen. Ich habe schlimme Dinge getan. Und das seit dem Frühstück. So ein Affe. Widerlich. Beichtet mir eure Sünden. Sammlerstück. Dann tun wir Schlimmeres. Warum liegt hier ein Sammlerstück rum? Aber hey. Hauptsache wir haben's. Stell dir mal vor, der hat das jetzt fallen gelassen. Bleibt das typische. Ist doch das Haus der Blüten. So, soweit, so gut. Ne, da gehe ich nicht durch. Hey, überall Wachen. Das Blöde ist, ich habe noch nicht mal was, um die wegzulocken. Das wäre richtig easy dann. Wie soll ich das erklären? Du hast mich gekratzt. Sagt, ihr wurdet bei einem Jagdausflug von einem wilden Tier. Goddammit. Da komme ich auch nie lang. Ausflug nach Riverside. Ich könnte für eine riesige. Ablenkung sorgen. Ich weiß gar nicht. Das so gut ist, machen wir einfach mal. Holy shit. Nein, nicht da runterfallen. Haha, ich bin erledigt. Ich wollte eigentlich nur auf den Balken, das war gar kein Balken. Renn, oh mein Gott, renn. Oh shit, wohin? Wohin? Hier durch. Ah, hier ist kein Schrank. Oh ja, der ist schnell. Oh. Wir sind nicht weit von den Gemächern entfernt. Nicht weit. Komm schon. Da sind noch viel mehr. Na, die sagt noch nicht mal was. Hätte ich das mal vorher gewusst. Keiner von denen sagt was. Das heißt, wir können locker hier durch. Ja, toll! Ja, das Ding umgeschmissen. Okay, von da oben hätten wir auch kommen können. Aber ich muss rechts rum, genau wo alle Wachen stehen. Oh, die stehen da alle. Die sind so blöd, die kommen hier nicht rein. Fuck, hätte ich einfach den einen ausgeschaltet. Gar nicht irgendwie so. Ich hab überall gesucht, keine irgendwie rumgefummelt. Wir sollen den Laden hier bewachen, richtig? Fuck. Fuck, ihr seid Säcke, ey. Ne, da wäre ich nie im Leben rausgekommen. Ich brauche irgendwas, wo ich die ablenken kann. Jetzt werde ich den stinknormalen Weg gehen. Ich werde da nicht irgendwie rumfummeln oder so. Fuck. Okay, nur die verfluchte Treppe hoch. Die 20 Gold will ich von der haben. Dabei könnte ich mir gleich die Taschen vollstopfen. Ja, damit. Ich muss mehr schlafen. Ich darf hier leider nicht lang gehen.
Arsch sieht mich. Da kommt noch ein Arsch.